zur Premiere der Geschichten mit Herz der Asklepios Klinik Nord. Herzerkrankungen haben viele Gesichter. Professor Dr. Alexander Ghanem, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 2, Kardiologie und internistische Intensivmedizin, erzählt mit der neuen Formatreihe die Geschichten hinter den Gesichtern. Gemeinsam mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten des Fachbereichs erläutert er in der neuen 12-teiligen Serie die konkreten Erkrankungen der Patientinnen und Patienten und erklärt den Weg zur Genesung. Professor Ghanem, können Sie vorweg vielleicht einmal ganz kurz sagen, welche Herzerkrankungen Sie hier in der Asklepios Klinik Nord besonders häufig behandeln? Gibt es bestimmte Auslöser oder Warnsignale, die Patienten dabei besonders häufig schildern? Hallo Frau Obermeier. Wir haben an der Asklepios Klinik Nord so ein breites Spektrum an Patienten, die einerseits an Durchblutungsstörungen des Herzens leiden, andererseits an Herzrhythmusstörungen. Es gibt viele Patienten in der Kardiologie, die einen Herzklappenfehler haben. Im Verlauf des Alters entsteht so etwas über den Verschleiß. Und selbstverständlich behandeln wir sehr viele Patienten mit Herzschwäche. Das ist so die klassischen vier Krankheitsbilder, die wir behandeln. Und die Symptome, die auffallen sollten bei Patienten, die den Verdacht haben auf eine Herzerkrankung oder die den Verdacht haben, dass das Herz zunehmend sich verschlechtert in seinem Zustand, sind tatsächlich Brustenge oder Luftnot, insbesondere wenn das belastungsabhängig ist, Rhythmusstörungen, also ein Herzrasen, ein Herzstolpern oder vielleicht sogar das Verlieren des Bewusstseins durch Herzrhythmusstörungen, die sogenannte Synkope. Und die Wassersucht, also das Ansammeln von Wasser in den Knöcheln oder anderen tiefgelegenen Körperteilen wie die Unterschenkel. Das sind so die vier Hauptsymptome, die ein Kardiologe abzuarbeiten hat. Brustenge, Luftnot, Herzrasen, Herzstolpern und schwarz vor Augen werden und die Wassersucht. Geben Sie uns doch mal einen kleinen Vorgeschmack. Gibt es eine Geschichte, die Sie noch besonders gut erinnern und warum? Ja, ich kann mich sehr gut erinnern an eine Geschichte von einem Patienten, der, das war noch zu Beginn der allerersten Welle, mit ein bisschen Luftnot zu Hause auffiel. Und der hatte das eigentlich vor sich hergeschoben. Damals war Pandemiezeit und alle wurden gebeten, zu Hause zu bleiben. Er hat das dann verschleppt und dann am Heiligabend kam dann mit Blaulicht und allem drum und dran der Notarzt. Und wir haben diesen Patienten dann auf die Intensivstation genommen. Das war innerhalb von 12 Stunden, war er von der Normalstation intensivstationspflichtig. Und es hat sich dann so verschlechtert, dass wir ihn auch im Haus in Heidberg an die künstliche Lunge nehmen müssen. Wir haben ja hier ein Maximalversorgungszentrum auch für künstliche Lungentherapie. Und dieser Patient ist tatsächlich nach 4 Wochen künstlicher Lunge und dann weiteren 4 Wochen Reha hier zu Fuß aus dieser Klinik gegangen. Und dieser Patient hat tatsächlich in diesem Interview das so lebendig geschildert, wie schlimm es ihm ging und wie gut er sich an all das erinnert, dass man tatsächlich dieses Interview gehört haben muss, wenn man behauptet, dass Corona eine Lappalie ist oder möglicherweise auch einfach nur eine etwas andere Grippe. Also das ist tatsächlich etwas, das hat mich nachhaltig begeistert, wie gut es ihm danach ging. Natürlich begeistern mich auch kardiologische Fälle sehr, aber jetzt so im Rahmen der Pandemie war das natürlich nochmal ein Augenöffner, dass das eine Pandemie ist und dass das eine schlimme Erkrankung ist und dass sie in einem Krankenhaus gut aufgehoben sind und sich nicht zu spät dort melden sollten. Haben Sie denn zum Schluss noch einen Tipp, was man tun kann, um beispielsweise eine Herzinsuffizienz mit hoher Wahrscheinlichkeit vorzubeugen, auch wenn es natürlich solch engagierte Ärzte wie Sie gibt, die den Patienten hier auch nach einer solchen Erkrankung wieder auf die Beine helfen? Also es gibt ein Sprichwort, ich versuche es jetzt nochmal zusammenzubekommen, aus dem englischsprachigen Raum. Das heißt, lebe gesund und ernähre dich gesund, denn das sind die Tabletten von morgen. Also das soll heißen, wenn man sich jetzt nicht darum kümmert, gesund zu bleiben, muss man sich später darum kümmern, seine Krankheit zu behandeln. Und deshalb glaube ich zutiefst an die Prävention. Also man sollte ausreichend viel schlafen, man sollte sich ausreichend gut bewegen, man sollte
ein normales Körpergewicht haben, damit man keinen Bluthochdruck entwickelt und keinen Zucker. Und man sollte natürlich regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gehen, beispielsweise um eine Hochdruckerkrankung zu erkennen, noch bevor es zu einer wirklichen Erkrankung kommt, wie beispielsweise Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und eine Möglichkeit, dies zu tun, ist natürlich nicht nur darüber zu reden, sondern sich beispielsweise zu Weihnachten eine Smartwatch schenken zu lassen oder beim Hausarzt nachzufragen, welche Vorsorgemöglichkeiten gibt es, um überhaupt möglichst keine Erkrankung zu haben. Also Vorsorge ist besser als Behandlung. Danke, Professor Alexander Garnim, für den kurzen Einblick. Die Zuschauer werden in den Patientengeschichten mit Herz sicherlich einiges Berührendes erfahren und zugleich lernen sie, auf ihr eigenes Herz zu hören und mögliche Warnsignale richtig zu interpretieren. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.